Ganz gleich, ob von Dürer, Rubens oder Klimt, nackte Kunst wird auf sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram systematisch blockiert. Aus Protest gegen die absurden Zensurregeln haben Wiens wichtigste Museen zu einem originellen Gegenschlag ausgeholt. Sie werben mit Abbildungen weltberühmter Akte auf der eigentlich für erotische Inhalte bekannten Social-Media-Plattform OnlyFans. Uns war klar, dass OnlyFans natürlich ein kontroverses Netzwerk, aber auch sehr offen gegenüber Nacktheit ist, erklärt der Chef vom städtischen Tourismusverband Wien Tourismus, Norbert Keppner. Wir wollten mit diesem Schachzug großartige globale Kunstwerke über ein Netzwerk wie OnlyFans einbringen. In der Vergangenheit wurde zum Beispiel ein Bild der 30.000 Jahre alten Venus von Willendorf von Facebook gelöscht, weil ein Algorithmus der Plattform die nackte Steinstatuette aus Österreich als pornografisch wertete. Das Wiener Leopoldmuseum und die Albertina hatten ähnliche Probleme mit der Darstellung freizügiger Kunstwerke. In Zeiten wie diesen, wo die Digitalisierung so weit vorangeschritten ist, wo Bilderkennungsprogramme aber nicht differenzieren können zwischen einem lebenden Körper und einem Kunstwerk, da muss sozusagen noch mehr Innovation mit ins Spiel. Eine Konturlinie eines Malers, ob das jetzt Schiele ist oder Beckmann, muss erkannt werden von so einem Algorithmus im Vergleich zu einem pornografischen Bild. International hat die Kampagne bereits einige Aufmerksamkeit erregt. Völlig unzensiert und ungestört kann man die nackte Schönheit natürlich dort bewundern, wo sie zu Hause ist, im Museum.